Well, blessed people. Nun, gesegnete Leute. I spoke about the several roles. Ich sprach über die verschiedenen Rollen. And the ministry of the Holy Spirit in the church. Und den Dienst von dem Heiligen Geist in der Gemeinde. In examining his role in the church. Indem seine Rolle in der Gemeinde untersucht wurde. We see very clearly that we saw. Wir sehen sehr eindeutig, dass wir gesehen haben. That the church was essentially designed in heaven. Dass die Gemeinde im Wesentlichen im Himmel entworfen wurde. By the Lord. Von dem Herrn. And the Holy Spirit brought that program. Und der Heilige Geist brachte dieses Programm. That agenda of God. Diese Agenda von Gott. And deposited in the church. Und hinterlegte es in der Gemeinde. And that is the role of the Holy Spirit, one of the roles we saw. Und dies ist die Rolle von dem Heiligen Geist, eine von den Rollen, die wir gesehen haben. We saw very clearly. Wir haben sehr eindeutig gesehen. That at Pentecost, when the Holy Spirit comes. Dass bei Pfingsten, als der Heilige Geist kommt. Then the church is finally empowered to go. Dann ist die Gemeinde endlich bevollmächtigt zu gehen. To go and serve. Zu gehen und zu dienen. The mission of Christ. Die Mission von Christus. The great commission to go and baptize all the nations. Den großen Auftrag zu gehen und all die Nationen zu taufen. That they may believe in Jesus. So dass sie an Jesus glauben. To baptize them in God the Father. Sie zu taufen in Gott dem Vater. God the Son. Gott den Sohn. And God the Holy Spirit. Und Gott den Heiligen Geist. The great commission that they may convert the nations. Der große Auftrag, so dass sie die Nationen bekehren. And fulfill the promise that the Lord gave Abraham. Und das Versprechen erfüllen, welches der Herr zu Abraham gegeben hat. In Genesis chapter 12. In 1. Mose Kapitel 12. Verses 1 to 3. Verse 1 bis 3. When he said he would bless him. Als er sagte, dass er ihn segnen wird. There'll be a great nation. Und ihn zu einer großen Nation macht. And his descendants. Und seine Nachkommen. That's all from the Hebrew line and those were grafted into the olive tree of God. All diejenigen von der hebräischen Linie und diejenigen, die in den Olivenbaum Gottes eingepflanzt sind. All together as the sand of the seas. Alle zusammen als der Sand der Meere. Of the seashells. An den Meeresküsten. And then he says, und dann sagt er, through him he will now bless the nation. Durch ihn wird er jetzt die Nationen segnen. All the peoples of the earth. Nun, all die Leute auf der Erde. And that is the Christ. Und dies ist der Christus. That is the mission he brought on the earth. Dies ist die Mission, die er auf die Erde brachte. That's the salvation he brought and the glory of Israel. Dies ist die Errettung, die er brachte und die Herrlichkeit Israels. And so we saw very clearly that the church is heavenly. Und wir haben sehr eindeutig gesehen, dass die Gemeinde himmlisch ist. The church was constructed in heaven. Die Gemeinde wurde errichtet im Himmel. And the church has no business focusing on the earthly agenda at this hour. Und die Gemeinde hat nichts damit zu tun, sich auf die erdliche Agenda zu dieser Stunde zu fokussieren. The church has to continue to focus. Die Gemeinde muss weitermachen zu fokussieren on heaven auf den Himmel. And heaven and heaven alone. Und Himmel und Himmel alleine. And as she does so, the Lord will always mitigate on the goings on here on the earth, will help her. Und während sie dies so tut, wird der Herr immer die Dinge, die hier passieren auf der Erde, abschwächen. Er wird ihr helfen. The Lord is not out to humiliate her. Der Herr ist nicht dafür, sie zu beschämen. He'll be able to help her. Er wird in der Lage sein, ihr zu helfen. Facilitate her. Sie zu unterstützen. Now. Jetzt. I want us to move on now. Ich möchte, dass wir jetzt weitermachen. To another very important role. Zu einer weiteren sehr wichtigen Rolle. In the ministry of the Holy Spirit, which I said. In den Dienst von dem Heiligen Geist, wie ich sagte. That the Holy Spirit is performing a ministry. Dass der Heilige Geist einen Dienst vollbringt. In the church now. Jetzt in der Gemeinde. Ever since from Pentecost until now. Seit Pfingsten bis jetzt. He has been executing a ministry. Hat er einen Dienst ausgeführt. Doing a ministry in the church. Hat einen Dienst in der Gemeinde getan. The ministry of convicting the church. Den Dienst, die Gemeinde zu überführen. Convicting mankind of sin. Menschen zur Sünde zu überführen. Conviction of sin. Sünde zu überführen. That is his ministry.
Dies ist sein Dienst. And we saw very clearly from John chapter 16 verse 8. Und wir haben sehr eindeutig gesehen von Johannes Kapitel 16 Vers 8. When he says and when he comes. Als er sagte, und wenn er kommt, I'm reading amplified. Ich lese die erweiterte Version, he will convict, wird er überführen and convince the world, und die Welt überzeugen and bring demonstration to it, und Darstellung dazu bringen about sin, über Sünde and about righteousness, und über Gerechtigkeit, uprightness of heart, Frömmigkeit des Herzens and right standing with God. Und richtiges Stehen mit Gott. And about judgment. Und über Urteil. Again. And he will come. Nochmals, und er wird kommen. When he comes. Wenn er kommt. And when he does come. Und wenn er kommt. He will convict. Wird er überführen. And convince the world. Und die Welt überzeugen. And bring demonstration to it about sin. Und zu ihr Darstellung über Sünde bringen. And about righteousness. Und über Gerechtigkeit, uprightness of heart, Frömmigkeit des Herzens and right standing with God, und richtiges Stehen mit Gott and about judgment. Und über Urteil. So, he says, nun, er sagt, the purpose of convicting, der Zweck zum Überführen right from the onset, direkt vom Anfang, the purpose for which the Holy Spirit comes, der Zweck, für den der Heilige Geist kommt and executes a ministry, und den Dienst ausführt, does a ministry of convicting man of sin, den Dienst, die Menschen zur Sünde zu überführen, is that he may achieve the objective, ist, dass er das Ziel erreicht, of repentance, der Buße, that mankind may repent, dass die Menschheit Buße tut, that he may get mankind who is convicted, dass er jetzt die Menschen bekommt, die überführt sind, now convicted of sin, jetzt zur Sünde überführt, to repent, Buße zu tun. How does he do that? Wie macht er dies? How does he go about that ministry in the church of convicting of sin? Wie vollbringt er diesen Dienst in der Gemeinde, das Überführen zur Sünde? How does he convict of sin in the church? Wie überführt er zur Sünde in der Gemeinde? Let us begin by reading from the book of Romans. Lasst uns anfangen, indem wir in dem Buch Römer lesen. Romans chapter 6. Römer Kapitel 6. Verse 23. Vers 23. So, nun, Romans 6:23 says, Römer 6:23, er sagt, for the wages which sin pays is death. Denn der Lohn, den die Sünde zahlt, ist Tod. I'm reading amplified. Ich lese die erweiterte Version. For the wages which sin pays, denn der Lohn, den die Sünde zahlt, is death. Ist Tod. But the bountiful free gift of God is eternal life. Die großzügige Gnadengabe Gottes aber ewiges Leben. Through in union with Jesus Christ our Lord. Durch Vereinigung mit Jesus Christus unseren Herrn. So you see very clearly. Nun, ihr seht sehr eindeutig. That das the way in which the Holy Spirit performs his duty. Die Weise, wie der Heilige Geist seinen Dienst vollbringt. In the church, the ministry, in der Gemeinde, im Dienst, of convicting mankind of sin, im Überführen der Menschen zur Sünde, is by first of all sensitizing them to what is sin, ist, indem er sie als allererstes dazu sensibilisiert, was Sünde ist. And once he has sensitized them to what is sin, und sobald er sie dazu sensibilisiert hat, dazu, was Sünde ist, then dann he makes them understand guilt to sin. Lässt er sie die Schuld zur Sünde verstehen. What guilt to sin is. Was Schuld gegenüber Sünde ist. That's the Romans 6:23 I have read. Dies ist Römer Kapitel 6, 23, welches ich gelesen habe. For the wages which sin pays is death. Denn der Lohn, den die Sünde zahlt, ist Tod. But the bountiful free gift of God is eternal life. Aber die großzügige Gnadengabe Gottes ist ewiges Leben. Through in union with Jesus Christ our Lord. Durch Verbindung mit Jesus Christus, unseren Herrn. So, nun, he really
makes the church know what sin is. Er lässt wirklich der Gemeinde wissen, was Sünde ist. And the deadliness of sin. Und die Tödlichkeit der Sünde. How deadly sin is. Wie tödlich Sünde ist. Because it says the wages of sin is death. Denn er sagt, der Lohn der Sünde ist Tod. Once he has delivered that gravity of sin, sobald er diese Schwere von Sünde ausgeliefert hat, to mankind, to the hearts of men, zur Menschheit, zu den Herzen der Menschen, through Romans now, durch Römer jetzt, 6,23, das ich gerade gelesen habe, then now, dann jetzt, he brings the guilt. Er bringt die Schuld. He makes you aware of guilt to sin. Er gibt dir Bewusstsein, Schuld von Sünde. What guilt to sin is, he brings guilt to sin. Was Schuld von Sünde ist, er bringt Schuld gegenüber Sünde. The second way, der zweite Weg, that he advances that ministry, dass er diesen Dienst voranbringt, in the church, in der Gemeinde, when now he decides, wenn er sich jetzt entscheidet, on the ministry of convicting mankind to sin, den Dienst, die Menschheit zu überführen von Sünde. The other way in which he executes that mission, den anderen Weg, wie er diese Mission ausführt, is when we turn to the book of Ephesians, ist, wenn wir das Buch Epheser aufschlagen. Ephesians chapter 5. Epheser Kapitel 5. Ephesians chapter 5. Epheser Kapitel 5. Verse 5. Vers 5. This is what he says. Dies ist, was er sagt. For be sure of this. Denn dies sollt ihr wissen und erkennen. That no person practicing sexual vice, dass kein Unzüchtiger or impurity in thought or in life, oder Unreinheit im Denken oder im Leben, or one who is covetous, oder jemand, der habsüchtig ist, who has lustful desires, der lüsterne Begierden hat for the property of others, für den Eigentum anderer, and is greedy for gain, und habgierig ist, for he in effect, denn er in diesem Fall is an idolater, ist ein Götzendiener, and no one who does that has any inheritance in the kingdom of Christ, und niemand, der dies tut, hat ein Recht in dem Königreich von Christi and of God, und von Gott. So in that way, nun, in dieser Weise, the Holy Spirit is now bringing accountability, bringt der Heilige Geist jetzt Rechenschaftspflicht. Not only has he delivered the gravity of guilt, nicht nur hat er die Schwere der Schuld ausgeliefert, he has delivered guilt now. Er hat Schuld jetzt ausgeliefert. We read Romans 6:23. Wir haben Römer 6:23 gelesen. It makes you understand, er bringt euch dazu zu verstehen, what guilt to sin is, was Schuld wegen Sünde ist. You have now known, sensitized, ihr wisst jetzt, sensibilisiert, to what is sin, zu dem, was Sünde ist. And then now, und dann jetzt, it makes you accountable, macht er euch rechenschaftspflichtig to that sin, zu dieser Sünde. So he brings awareness of the judgment. Also bringt er Bewusstsein gegenüber Urteil. For the wages of sin is death. Es sagt, denn der Lohn der Sünde ist Tod. But over here now he says, aber hier sagt er jetzt, the kingdom of God, das Königreich Gottes. You cannot enter the kingdom of God. Ihr könnt das Königreich Gottes nicht eintreten. So that means you enter the other way. You enter hell. Nun, dies bedeutet, ihr tretet in den anderen Weg hinein. Ihr tretet ein in die Hölle. As the Holy Spirit works his ministry, während der Heilige Geist seinen Dienst vollbringt, in the hearts of men, in den Herzen der Menschen, making them realize, bringt sie zum Realisieren, what is sin, sensitizing them to sin, was Sünde ist, sensibilisiert sie zur Sünde, and then now, und dann jetzt, guilt to sin, Schuld zur Sünde, Romans 6:3, Römer 6:23, and then later accountability, und dann später Rechenschaftspflicht. The judgment of God is delivered against sin. Das Urteil Gottes, welches er der Sünde zuteilt. You cannot enter heaven. Ihr könnt nicht in den Himmel eintreten. Psalms chapter 9. Psalm Kapitel 9. Verse 17. Vers 17. Psalm chapter 9, 17, he says the following. Psalm Kapitel 9, Vers 17, er sagt das Folgende. For the wicked shall be turned back headlong into premature death. Die Frevler jedoch sollen zurückkehren, kopfüber, in vorzeitigen Tod, into Sheol, ins Totenreich, the place
Der Ort of the departed spirits, von den weggegangenen Geistern, of the wicked, der Bösen, even all the nations, sogar alle Nationen, that forget, vergessen, and are forgetful of God, haben Gott vergessen, forsake the Lord, he says, den Herrn verlassen, sagt er. The wicked shall be turned back, die Boshaften sollen zurückgebracht werden, headlong, kopfüber, into premature death, hinein in vorzeitigen Tod, into Sheol, in das Totenreich, the place of the departed spirits, der Ort der verstorbenen Geister, of the wicked, von den Bösen, even all the nations, sogar all die Nationen, that forget, die vergessen and are forgetful of God, und gottlos sind. So you see that. Also seht ihr dies. Very, very clearly, blessed people, here he says, sehr, sehr eindeutig, gesegnete Leute. Hier sagt er, he says that there will be accountability, there will be judgment on sin. Er sagt, es wird Rechenschaftspflicht geben. Es wird Urteil zur Sünde geben. He now brings this information, er bringt jetzt diese Information, this awareness to the church, dieses Bewusstsein zur Gemeinde. Ephesians 5:5, you will not see the inheritance, Epheser 5:5, ihr werdet nicht das Erbe haben, that the rest receive in heaven, den der Rest im Himmel sehen wird. You will not inherit the kingdom of God in heaven, ihr werdet nicht das Königreich Gottes im Himmel erben. And Psalm 9:17, und Psalm 9:17, you will go to hell, ihr werdet in die Hölle gehen. So in other words, nun, in anderen Worten, the Holy Spirit does convict, der Heilige Geist überführt von Sünde. Er vollbringt den Dienst der Überführung von Sünde, indem er die Herzen der Menschen zur Sünde sensibilisiert und Schuld und Rechenschaftspflicht und Urteil. So in so doing, he reproves the church. Nun, indem er dies tut, tadelt er die Gemeinde and exposes wickedness in the church, und entlarvt Bosheit in der Gemeinde. And then he reveals God's purity. You see that? Und dann offenbart er Gottes Reinheit in der Gemeinde. He does not only expose the wickedness, er entlarvt nicht nur die Bosheit in, that duty of conviction to sin, in diesem Dienst der Überführung von Sünde. We saw already, wir haben bereits gesehen, that he also reveals, dass er auch offenbart the gift of God, when you read from Romans, die Gaben Gottes, wenn ihr von Römer liest. But the gift of God is eternal life. Aber das Geschenk Gottes ist ewiges Leben. So not only does the Holy Spirit reprove, nun, nicht nur tadelt der Heilige Geist, sin, reinigt Sünde, sin, tadelt Sünde, exposes sin and wickedness, entlarvt Sünde und Bosheit. But he also reveals God's purity, aber er offenbart auch Gottes Reinheit, God's holiness, Gottes Heiligkeit. From Exodus chapter 19, von 2. Mose Kapitel 19, verse 12, Vers 12, we see that he revealed to the children of Israel, sehen wir, dass er den Kindern Israels offenbarte, how holy Jehovah is, wie heilig Jehova ist. He said, do not touch, er sagt, fasst nicht an, the foot of the mountain, den Fuß des Berges. Do not come up, komm nicht hoch. The mountain is the place of visitation, der Berg ist der Ort des Besuches, where God is, wo Gott ist. So do not come there, also kommt dort nicht hin. Don't come up the mountain, kommt nicht hoch zu dem Berg. This is now holy ground, dies ist jetzt heiliger Boden. And you see the same, und ihr seht dasselbe in the book of Psalm, chapter 5, in dem Buch Psalm Kapitel 5, the book of Psalm, chapter 5, verse 4, in dem Buch Psalm Kapitel 5 Vers 5. Says, er sagt, for you are not a God who takes pleasure in wickedness, denn du bist nicht ein Gott, der an Bosheit gefallen hat. Neither will the evil man so much as dwell temporarily with you. Auch darf bei dir kein Böser vorläufig weilen. This is amplified. Dies ist die Erweiterte. He reveals the purity of the Lord. Er offenbart die Reinheit des Herrn. Exodus 19:21, the same thing. 2. Mose 19, 21, die gleiche Sache. Do not touch the foot of the mountain. Berührt nicht den Fuß vom Berg. God is holy. Gott ist heilig. 2. Samuel, chapter 6, 2. Samuel Kapitel 6, verse 6 to 7, Verse 6 bis 7. This tremendous tragedy, diese enorme Tragödie, that befell Israel, Uzza, die zu Israel kam, Uzza,
Uzza bricht zusammen. Isaiah chapter 6. Jesaja Kapitel 6. Isaiah chapter 6 presenting the awesome glory. Jesaja Kapitel 6 präsentiert die ehrfurchtgebietende Herrlichkeit. The awesome presence of God. Die ehrfurchtgebietende Präsenz Gottes. Kingdom of God. Königreich Gottes. Isaiah. Jesaja. Chapter 6. Kapitel 6. Again. Nochmals. The Holy Spirit does that. Der Heilige Geist tut dies. To expose, to teach. Zu entlarven, zu lehren. And reveal. Und zu offenbaren. The holiness of God, the purity of God. Die Heiligkeit Gottes, die Reinheit Gottes. You see from Isaiah chapter 6 verse 1 on, he says. Ihr seht von Jesaja Kapitel 6 Vers 1 weiter folgend, er sagt. This is again amplified. Dies ist wieder die weiterführende. In the year that King Uzza died, im Todesjahr des Königs Uzza, in a vision I saw the Lord sitting upon a throne, high and lifted up. In der Vision sah ich den Herrn sitzen auf hohem und erhabenem Thron. And the skirts of his train filled the most holy part of the temple. Und die Säume seines Gewandes füllten den höchst heiligen Teil des Tempels. Then he says, above him stood, dann sagt er, über ihm stand the Seraphim, die Seraphim. Each have six wings, jeder hat sechs Flügel. With two, each covered his own face. Mit zweien, jeder bedeckte sein eigenes Gesicht. And with two, each covered his feet. Und mit zweien, jeder bedeckte seine Füße. And with two, each flew. Und mit zweien flog jeder. Verse 3, Isaiah 6 says, Vers 3, Jesaja 6 sagt. And one cried to another and said, und einer rief dem anderen zu und sprach. Holy, heilig. Holy, heilig. Holy is the Lord of hosts. Heilig ist der Herr der Herrscharen. The whole earth is full of his glory. Die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. So again, nun nochmals. The awesome holiness of the Lord, die furchterregende Heiligkeit des Herrn, is revealed here. Ist hier offenbart. And this is what the Holy Spirit does. Und dies ist, was der Heilige Geist tut. He reveals this. Er offenbart dies. Holy, holy. Heilig, heilig. Holy, the awesome holiness of God. Heilig, die ehrfurchterregende Heiligkeit Gottes. Again, Isaiah 6. Nochmals Jesaja 6. 1 to 5, he says. 1 bis 5, er sagt. And the foundations of the thresholds shook at the voice of him. Da erbebten die Türpfosten in den Schwellen von der Stimme von ihm. Who cried? Der rief. And the house was filled with smoke. Und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. The glory of the Lord. Die Herrlichkeit des Herrn. Verse 5. Vers 5. Then said I, woe is me, for I am undone. Da sprach ich, wehe mir, denn ich bin verloren. And ruined. Und ruiniert. Because I am a man of unclean lips. Denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen. And I dwell in the midst of a people of unclean lips. Und mitten in einem Volk mit unreinen Lippen wohne ich. For my eyes have seen the King. Denn meine Augen haben den König gesehen. The Lord of hosts. Den Herrn der Herrscharen. So verse 5 is very instrumental. Nun, Vers 5 ist sehr bewirkend. Because verse 5 does present. Denn Vers 5 präsentiert just the holiness of God. Nur die Heiligkeit Gottes. The role of the Holy Spirit. Die Rolle des Heiligen Geistes. What the Holy Spirit comes to do, to minister. Wofür der Heilige Geist kommt, auszuüben, zu dienen. In his ministry of conviction of sin. In seinem Dienst von der Überführung von Sünde. He also does present the awesome. Präsentiert er auch die ehrfurchterregende. The awesome holiness of God. Die ehrfurchterregende Heiligkeit Gottes. The awesome holiness of God. Die ehrfurchterregende Heiligkeit von Gott. And you see Isaiah here say, woe unto me. Und ihr seht, Jesaja sagt hier, wehe mir. For I am done. Denn ich bin verloren. So in that way he presents also the sinfulness of man. Nun, in dieser Weise präsentiert er auch die Sündhaftigkeit der Menschen. And the holiness of God. Und die Heiligkeit Gottes. So you can see Isaiah here cannot stand
when he sees the presence of God. Nun, ihr seht, dass Jesaja nicht ertragen kann, als er die Gegenwart Gottes sah. The throne of God. Den Thron Gottes. The place of awe. Den Platz des Erstaunens, where the Lord always takes me, wo der Herr mich immer hinbringt, for instruction before the healing services, für die Anweisungen vor dem Heilungsgottesdienst, the awesome splendor of that throne, die ehrfurchterregende Pracht von diesem Thron, alone reveals to you the purity of God, the holiness of God, offenbart alleine zu euch die Reinheit, die Heiligkeit von Gott. Then Isaiah says, look. Und dann sagt Jesaja, siehe, unclean man, unreiner Mann, unholy man, unheiliger Mann. So the Holy Spirit does this. Nun, der Heilige Geist tut dies. He ministers to the hearts of men, er spricht zu den Herzen der Menschen, by exposing and presenting, indem er entlarvt und präsentiert the sinfulness of sin, die Sündhaftigkeit der Sünde, sensitizing them to sin, sensibilisiert sie gegenüber Sünde. Presenting guilt to sin. Präsentiert Schuld gegenüber Sünde. Accountability to sin. Rechenschaftspflicht gegenüber Sünde. Judgment. Urteil. Reproof. Tadel. Exposing wickedness. Bosheit entlarven. Then he reveals the purity of God. Dann offenbart er die Reinheit von Gott. That's what we are handling now. Dies ist, was wir jetzt behandeln. And in the face of the purity of God, und im Angesicht der Reinheit von Gott, mankind cannot survive. Kann Menschheit nicht überleben. I'm using all this to drive you to one common denominator. Ich gebrauche all dies, um euch zu einem gemeinsamen Nenner zu fahren. One common objective, the final objective. Ein gemeinsames Ziel, das endgültige Ziel, that the Holy Spirit brings to the church, welches der Heilige Geist zu der Gemeinde bringt, that once he has convicted you of sin, dass sobald er euch überführt von Sünde, expose the guilt of sin, die Schuld der Sünde entlarvt, sensitized you to what is sin, euch sensibilisiert zu dem, was Sünde ist, and then showed you, taught you, und dann zeigt, euch lehrt, minister to you, zu euch spricht, the judgment that sin beholds, das Urteil, welches Sünde trägt, the judgment that comes with sin, the consequence of sin, das Urteil, welches mit Sünde kommt, die Konsequenz der Sünde, exposing wickedness, Bosheit zu entlarven. Then now he reveals the purity. Dann offenbart er jetzt die Reinheit, the holiness of God on this other side, die Heiligkeit Gottes auf dieser anderen Seite. That's how holy God is. Genau wie heilig Gott ist. And once you see that gap, und sobald ihr diese Lücke seht, the sinfulness of man, die Sündhaftigkeit der Menschen, and the awesome holiness of God, Isaiah says no, und die ehrfurchterregende Heiligkeit von Gott, Jesaja sagt nein. Mankind is so unholy, cannot stand before your throne. Die Menschheit ist so unheilig, sie kann nicht vor deinem Thron stehen. Before your holy throne, Jehovah. Bevor deinem heiligen Thron, Jehovah. Then now the Holy Spirit does score one thing. Dann jetzt, der Heilige Geist erzielt eine Sache. He does achieve one objective. Er erreicht ein Ziel. The major objective for which he came. Das Hauptziel, für welches er gekommen ist. That mankind may see the need for a mediator. Dass die Menschheit eine Notwendigkeit sieht für einen Schlichter, for the Messiah, for the Savior, für den Messias, für den Erretter, for the bridge, für die Brücke, that now they may see the need for Christ Jesus, so dass sie jetzt die Notwendigkeit sehen für Jesus Christus and receive him, und ihn empfangen and be born again, und wiedergeboren sind. That is how the Holy Spirit does conduct the ministry. Dies ist, wie der Heilige Geist den Dienst durchführt. His ministry of conviction of sin. Seinen Dienst der Überführung von Sünde. Convicting mankind of sin. Überführt Menschheit von Sünde. Convicting this world of sin. Überführt diese Welt von Sünde. So we see that. Nun, wir sehen dies. He reveals the deadliness of sin. Er offenbart die Tödlichkeit der Sünde. Genesis chapter 2, 16, 17, remember. 1. Mose, Kapitel 2, 16, 17, erinnert euch. If you eat of this tree, wenn ihr von diesem Baum isst, of the knowledge of good and evil, der Erkenntnis vom Guten und Bösem, you shall for sure die. Werdet ihr wahrlich sterben. On that day you shall for sure die. An diesem Tag werdet ihr wahrlich sterben. And death came. Und Tod kam.
the deadliness of sin. Die Tödlichkeit der Sünde. But you see very clearly, aber ihr seht sehr eindeutig from the book of Genesis chapter 2, von dem Buch 1. Mose Kapitel 2, that the deadliness of sin is exposed there too. Dass die Tödlichkeit der Sünde auch dort entlarvt ist. Genesis 39, 1. Mose 39. Same thing, the deadliness of sin. Gleiche Sache, die Tödlichkeit der Sünde. That you may fear sin. So dass ihr Sünde fürchtet. That you may run away from sin. Dass ihr von Sünde wegrennt. Genesis 39, verse 9. 1. Mose 39, Vers 9. Again, Genesis 39, 9, he says. Nochmals, 1. Mose 39, 9, er sagt. He is not greater in this house. Er selbst ist in diesem Haus nicht größer than I am. Als ich. Nor has he kept anything from me. Und er hat mir gar nichts vorenthalten. Except you. Als nur dich. And then he says, und dann sagt er. For you are his wife. Weil du seine Frau bist. And the last part is very key. Says, und der letzte Teil ist der Schlüssel. Er sagt. How then? Wie dann? Can I do this great evil? Kann ich dieses große Unrecht tun? And sin against God? Und gegen Gott sündigen. So why Genesis 2? Nun, warum 1. Mose 2? 16:17 is exposing. 16:17 entlarvt. The deadliness of sin. Die Tödlichkeit der Sünde. If you do this. Wenn du dies tust. Then you shall for sure die. Death came. Dann wirst du auf jeden Fall sterben. Tod kam. When Adam and Eve fell, death came. Als Adam und Eva fielen, kam der Tod. But now look. Aber betrachtet jetzt. Genesis 39, verse 9. 1. Mose 39, Vers 9. Also presents a very powerful picture of that. Präsentiert auch ein sehr mächtiges Bild darüber. And he says, und er sagt. How? Wie? How can I do this great sin? Kann ich diese große Sünde tun? And sin against God. Und gegen Gott sündigen. So once you know the deadliness of sin, nun, sobald ihr die Tödlichkeit von Sünde kennt, then the Holy Spirit will achieve his ministry. Dann wird der Heilige Geist seinen Dienst erreicht haben. The objective of his purpose, his ministry. Das Ziel von seiner Absicht, seinen Dienst, to sensitize you to sin. Dich zu sensibilisieren gegenüber Sünde, that you may reject sin. Sodass du Sünde ablehnst, having known the awesome holiness of your God. Indem ihr die ehrfurchtgebietende Heiligkeit Gottes kennt. And that's why now, und deswegen jetzt, in that way, in dieser Weise, is highlighting to the church, hebt ihr der Gemeinde hervor, that look, dass siehe, ever since the fall in the garden, seit dem Fall im Garten, the garden of Eden, der Garten von Eden, ever since Adam fell, seitdem Adam gefallen ist, the fall of Adam, der Fall von Adam, he says, er sagt, now, after that fall, jetzt nach diesem Fall, death came, kam Tod. And in Genesis 39, verse 9, I've just brought it in. Und in 1. Mose 39, Vers 9, ich habe es gerade eingebracht, to highlight you, to awaken you, euch aufzuzeigen, euch zu erwecken, to sensitize you, euch zu sensibilisieren, on the fact that, zur Tatsache, dass, aware of the awesome holiness of God, bewusst gegenüber der ehrfurchtgebietenden Heiligkeit Gottes, the Holy Spirit now achieves, erreicht der Heilige Geist jetzt the duty, the role, den Dienst, die Rolle, of causing you to reject sin, euch dazu zu bringen, Sünde abzulehnen, causing you to fear sin, euch dazu zu bringen, Sünde zu fürchten. How can I do this? Wie kann ich dies tun? And dwell with my God. Und mit meinem Gott verweilen. How can I do this? Wie kann ich dies tun? And appear, still appear before Jehovah. Und erscheinen und dennoch vor Jehova erscheinen. The holy God of heaven, my creator. Der heilige Gott des Himmels, mein Erschaffer. Then we move now after creating that awareness. Dann bewegen wir uns jetzt, nachdem dieses Bewusstsein erschaffen wurde, of the deadliness of sin, über die Tödlichkeit der Sünde and the sinfulness of man, und die Sündhaftigkeit der Menschheit and the awesome holiness of God, und die ehrfurchtgebietende Heiligkeit von Gott. Then now the Holy Spirit causes man, dann jetzt bringt der Heilige Geist die Menschen dazu, to definitely see that they need a Messiah. Definitiv zu sehen, dass sie den Messias brauchen.
They need a savior. Sie brauchen einen Erretter. They now need a savior. Sie brauchen jetzt einen Erretter. So Matthew 27 verse 50. Nun Matthäus 27 Vers 50. And it says, und er sagt. And Jesus cried again with a loud voice. Aber Jesus schrie wieder mit lauter Stimme. And gave up his spirit. Und gab seinen Geist auf. Verse 51. Vers 51. At once the curtain of the sanctuary of the temple was torn in two from top to bottom. Und siehe, der Vorhang des Tempels zerriss in zwei Stücke von oben bis unten. The earth shook. Die Erde erbebte. And the rocks were split. Und die Felsen zerrissen. Now he makes you understand. Jetzt bringt er euch dazu zu verstehen, that you cannot enter the holiness of God. Dass ihr nicht in die Heiligkeit Gottes eintreten könnt. The awesome holiness of God. Die ehrfurchtgebietende Heiligkeit von Gott. That is the ministry. Dies ist der Dienst of the Holy Spirit. Von dem Heiligen Geist. The ministry of conviction of sin. Der Dienst der Überführung von Sünde. You cannot enter the Holy of Holies. Ihr könnt nicht in das Heiligtum der Heiligen eintreten. You cannot enter the presence of God. Ihr könnt nicht in die Gegenwart Gottes kommen. And hence the need for a mediator. Und daher die Notwendigkeit für den Schlichter. Now look when the mediator comes. Nun schaut, wenn der Schlichter kommt. He now tears the curtain. Er zerreißt jetzt den Vorhang from top to bottom. Von oben bis unten. And admits the man. Und lässt die Menschen zu. Admits mankind. Lässt die Menschheit zu. So that is what the awareness. Nun, dies ist was das Bewusstsein. That is the awareness the Holy Spirit brings to mankind. Dies ist das Bewusstsein, welches der Heilige Geist zu der Menschheit bringt. The need for the Messiah. Die Notwendigkeit für den Messias. The need for a savior. Die Notwendigkeit für einen Erretter. The need for a mediator. Die Notwendigkeit für einen Vermittler. Hebrews chapter 4. Hebräer Kapitel 4. I am focusing on this one ministry of the Holy Spirit. Ich fokussiere auf diesen Dienst von dem Heiligen Geist. The ministry of conviction to sin. Den Dienst der Überführung von Sünde. Conviction of sin. Überführung von Sünde. How he convicts of sin. Wie er von Sünde überführt. How he causes mankind to be convicted. Wie er Menschen dazu bringt, dass sie überführt werden to sin. Von Sünde. And that is when now you are able to see the need. Und dies ist, wenn man jetzt die Notwendigkeit sieht. Mankind is able to see the need for the Messiah. Die Menschheit ist in der Lage, die Notwendigkeit für den Messias zu sehen. For the Savior to come. Für den Erretter, dass er kommt. And redeem him. Und sie erlöst. Because he presents the deadliness of sin. Denn er präsentiert die Tödlichkeit der Sünde. The guilt to sin. Die Schuld wegen Sünde. He sensitizes you to know what is sin. Er sensibilisiert dich zu wissen, was Sünde ist. Then the guilt to sin. Dann die Schuld wegen Sünde. We saw Romans chapter 6, verse 23. Wir haben Römer Kapitel 6, Vers 23 gesehen. The wages of sin is death. Der Lohn der Sünde ist Tod. And the judgment thereat. Und das Urteil dazu. That you will not inherit the kingdom of God. Dass ihr nicht das Königreich Gottes erbt. Ephesians 5, Epheser 5, verse 5. Vers 5. And then I also read from Psalm 9, verse 17. Und dann habe ich auch von Psalm 9, Vers 17 gelesen. The judgment, das Urteil. Going to Sheol, man geht ins Totenreich. Going to hell, man geht in die Hölle. The sinfulness of sin, die Sündhaftigkeit der Sünde. He exposes sin in the church. Er entlarvt Sünde in der Gemeinde. He reveals sin, er offenbart Sünde. And after exposing sin, und nachdem er Sünde entlarvt, and revealing sin, und Sünde offenbart. Then now he presents the purity of God. Dann präsentiert er jetzt die Reinheit von Gott. The awesome holiness of God. Die ehrfurchtgebietende Heiligkeit von Gott. The tremendous holiness of God. Die enorme Heiligkeit von Gott. The unbearable holiness of God. Die unerträgliche Heiligkeit von Gott. And Isaiah describes what it means for sinful man. Und Jesaja beschreibt, was es bedeutet für sündhafte Menschen. Sinful man to come right before the holy throne of God. Sündvolle Menschen, die direkt vor dem heiligen Thron Gottes kommen. It is shocking. Es ist schockierend.
Isaiah. Jesaja. Isaiah presents that. Jesaja präsentiert dies. He presents er präsentiert the tremendous holiness of God. Die enorme Heiligkeit von Gott. Just the awesome, how holy God is. Nur die ehrfurchtgebietende, wie heilig Gott ist. And then, in light of that, how sinful man is. Und dann im Licht davon, wie sündhaft Menschen sind. And hence the need for a mediator. Und daher die Notwendigkeit für den Schlichter. The Holy Spirit is now able to achieve that objective. Der Heilige Geist ist jetzt in der Lage, dieses Ziel zu erreichen. Of bringing to man, delivering to man, den Menschen zu bringen, den Menschen zuzuführen, the need, that he needs a savior. Die Notwendigkeit, dass er einen Erretter braucht. He needs a mediator. Er braucht einen Schlichter. Hebrews chapter 4, verse 12, he says, Hebräer Kapitel 4, Vers 12, er sagt, for the word that God speaks is alive and full of power. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Making it active. Macht es aktiv, operative, wirksam, energizing, bekräftigend and effective. Und effektiv. It is sharper than any two-edged sword. Und es ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Penetrating to the dividing line of the breath of life. Durchdringend zu der trennenden Linie von dem Atem des Lebens. Soul. Das Totenreich. And the immortal spirit. Und dem unsterblichen Geist. In brackets, and then spirit. In Klammern und dann Geist. This is amplified. Dies ist die erweiterte Version. And of joints and marrow. Sowohl der Gelenke als auch des Markes. And of the deepest parts of our nature. Und von den tiefsten Teilen unseres Wesens. Exposing. Entlarvt. And sifting and analyzing and judging the very thoughts. Analysiert und richtet die genauen Gesinnungen and purposes of the heart. Und Gründe des Herzens. Exposing sin. Entlarvt Sünde. Revealing sin. Offenbart Sünde. And then now, once he has revealed sin, und dann jetzt, sobald er Sünde offenbart hat. And you have seen the need for a mediator. Und ihr habt die Notwendigkeit gesehen für einen Schlichter. Now the book of Acts. Jetzt das Buch Apostelgeschichte. If we turn to the book of Acts, chapter 17, wenn wir uns zu dem Buch Apostelgeschichte Kapitel 17 wenden, from verse 30, von Vers 30, we read only two verses, wir lesen nur zwei Verse, 30, and 31. 30 und 31. Now, he has exposed the sinfulness of sin. Jetzt, er hat die Sündhaftigkeit der Sünde entlarvt. In other words, the sinfulness of man. In anderen Worten, die Sündhaftigkeit der Menschen. And the awesome purity of God. Und die ehrfurchtgebietende Reinheit von Gott. The awesome, lofty holiness of God. Die ehrfurchtgebietende, erhabene Heiligkeit von Gott. The dreadful holiness of God. Die furchterregende Heiligkeit von Gott. And hence the need for a mediator. Und daher die Notwendigkeit für einen Schlichter. After that then, danach dann. Now, jetzt. The book of Acts, chapter 17, 30, 31, it says, das Buch Apostelgeschichte, Kapitel 17, 30, 31, er sagt. Such former ages of ignorance, God, it is true, ignored and allowed to pass unnoticed. Solche vorherigen Zeiten der Unwissenheit, Gott, es ist wahr, ignorierte es. But now, he charges all people everywhere to repent. Aber jetzt gebietet er allen Leuten überall, dass sie Buße tun sollen. To change their minds, ihren Verstand zu verändern. For the better, für das Bessere. And heartily to amend their ways, und glücklich ihre Wege anpassen. With abhorrence of their past sin. Mit Abscheu von ihren vergangenen Sünden. You see now what the Holy Spirit targets. Seht ihr jetzt, was der Heilige Geist erzielt? That is the final object, his objective. Dies ist das endgültige Ziel, sein Ziel. In the ministry of conviction of sin. In dem Dienst der Überführung von Sünde. That he may cause mankind now. Dass er jetzt die Menschheit dazu bringt, to repent. Buße zu tun. To say okay. Zu sagen, okay. In the time of ignorance, you were ignorant. Okay, in der Zeit der Unwissenheit wart ihr unwissend. But now you know. I have sensitized you. Aber jetzt wisst ihr, ich habe euch sensibilisiert. To what is sin? Dazu, was Sünde ist. The guilt to sin. Die Schuld wegen Sünde.
The judgment of sin, das Urteil wegen Sünde, the sinfulness of sin, die Sündhaftigkeit der Sünde, and the holiness of God, und die Heiligkeit von Gott. And then now he demands a repentance. Und dann fordert er jetzt nach einer Buße auf. Verse 31, why? Vers 31, warum? Because he has fixed a day, weil er einen Tag festgelegt hat, when he will judge the world, wenn er die Welt richten wird, righteously, rechtmäßig, in brackets justly, in Klammern gerecht, by a man, durch einen Mann, whom he has destined, den er bestimmt hat and appointed for this task, und für diese Aufgabe ernannt hat. And he has made this credible and given conviction, und er hat dies glaubwürdig gemacht und Überführung gegeben and assurance, und Zusicherung and evidence to everyone, und Beweis für jeden, by raising him from the dead, indem er ihn von den Toten auferstehen lassen hat. That is the Messiah. Dies ist der Messias. Nun, er bringt jetzt zu eurer Aufmerksamkeit, dass es einen Tag des Urteils geben wird. Therefore repent. Deswegen tut Buße, that the Messiah is coming, dass der Messias kommt. Therefore repent. Deswegen tut Buße. And that's why, und deswegen, I want to read John chapter 6, ich möchte Johannes Kapitel 6 lesen, verse 44, Vers 44, the ministry of the Holy Spirit, der Dienst von dem Heiligen Geist, the ministry of conviction to sin, der Dienst der Überführung von Sünde, conviction of sin, Überführung von Sünde, that the ministry of the Holy Spirit executes in the church, der Dienst, den der Heilige Geist in der Gemeinde durchführt, the ministry he does in the church of Christ, den Dienst, den er tut in der Gemeinde von Christus, of convicting mankind globally on the earth, Menschen weltweit auf der Erde zu überführen to sin, von Sünde, convicting them to sin, sie überführen von Sünde, causing them to be aware of sin, sie dazu zu bringen, bewusst zu werden über Sünde, it's guilt, everything, judgment, mit Schuld, alles, Urteil, and the holiness of God, und die Heiligkeit von Gott, the holiness requirement of God, die heiligen Anforderungen Gottes, the holiness of Yahweh, die Heiligkeit von Jahwe. John 6:44 says, Johannes 6:44, er sagt, no one is able to come to me, niemand kann zu mir kommen, unless the Father who sent me attracts and draws him, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zieht, and gives him the desire to come to me, und ihm den Wunsch gibt, zu mir zu kommen, and then I will raise him up, und dann werde ich ihn hochheben, from the dead, von den Toten, at the last day, an dem letzten Tag. What does this mean? Was bedeutet dies? That means that the ministry of the Holy Spirit, das bedeutet, dass der Dienst des Heiligen Geistes, is very central, sehr zentral ist, in the framework, in the blueprint, in der Rahmenarbeit, in dem Entwurf, of the redemption, of the salvation of God, von der Erlösung, von der Errettung Gottes, that is sent to mankind, die zu der Menschheit gesendet ist. In John chapter 6:44 here it says, in Johannes Kapitel 6:44 hier er sagt, no one is able to come to him, niemand ist in der Lage zu ihm zu kommen, except God the Father, außer dass Gott der Vater has sent the Holy Spirit, den Heiligen Geist gesendet hat, and convicted that person, und diese Person überführt hat. Nobody is able to receive Christ Jesus, niemand ist in der Lage, Christus Jesus zu empfangen, as Lord and Savior, als Herrn und Erretter, unless the Holy Spirit has come, es sei denn, der Heilige Geist ist gekommen, and done his ministry of conviction of sin, und seinen Dienst vollbracht hat von der Überführung von Sünde, conviction to sin, Überführung von Sünde. That is when they will realize sin. Das ist, wenn sie Sünde realisieren werden. The sinfulness of sin. Die Sündhaftigkeit der Sünde. The consequence of sin. Die Konsequenz der Sünde. And the holiness of God. Und die Heiligkeit Gottes. And the need for a mediator. Und die Notwendigkeit für einen Schlichter. And receive Jesus. Und Jesus zu empfangen. And again he says, und nochmals sagt er, no one is able to come to me unless the Father who sent me attracts and draws him. Niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn heranzieht und ihn zieht and gives him the desire to come to me. Und ihm den Wunsch gibt, zu mir zu kommen. Meaning without the ministry of the conviction of sin,
Das bedeutet, ohne den Dienst von der Überführung von Sünde, the ministry of the Holy Spirit, der Dienst von dem Heiligen Geist, convicting mankind of sin, überführt Menschheit von Sünde, nobody can receive Jesus. Kann niemand Jesus empfangen. Nobody can receive the salvation of Christ. Kann niemand die Errettung von Christus empfangen. So blessed people, nun, gesegnete Leute, receive the Lord Jesus. Empfangt den Herrn Jesus. Be born again. Seid wiedergeboren. Because the Holy Spirit has now been poured out. Denn der Heilige Geist wurde jetzt ausgegossen. He is convicting man. Er überführt Menschen. You can see how he's ministering across the nations. Ihr könnt sehen, wie er quer zu den Nationen spricht. Using he that speaks with you. Indem er den, der mit euch spricht, gebraucht. Pronouncing sin. Sünde zu urteilen. Rebuking sin. Sünde zu tadeln. Rejecting sin. Highlighting sin. Sünde abzulehnen, Sünde zu unterstreichen. Sensitizing on sin. Über Sünde zu sensibilisieren. And yet also announcing the holiness of God. Und dennoch auch die Heiligkeit Gottes zu verkünden. Receive Christ Jesus. Empfangt Christus Jesus. And be born again. Und seid wiedergeboren. Und für diejenigen, die den Herrn empfangen wollen, ich leite euch jetzt zu dem Herrn. Say, dear Jesus, sagt, lieber Jesus, I repent tonight. Ich tue heute Abend Buße. And turn away from all sin. Und kehre ab von allen Sünden. And thank you very much, Lord Jesus. Und vielen Dank, Herr Jesus, for dying for me on the cross at Calvary. Dass du für mich am Kreuz von Golgatha gestorben bist. I open up my heart to you tonight. Ich öffne mein Herz für dich heute Abend. And receive you in my heart. Und empfange dich in meinem Herzen. Convicted of sin. Überführt von Sünde. And receive you as my Lord and Savior. Und empfange dich als mein Herr und Erretter. Please forgive me of all my sins. Bitte vergib mir alle meine Sünden. Establish your word in my life. Etabliere dein Wort in meinem Leben. And fill me with the anointing of the Holy Spirit. Und erfülle mich mit der Salbung von dem Heiligen Geist. Lord, cause me to walk holy. Herr, bringe mich dazu, heilig zu wandeln. Command my steps. Befehle meine Schritte. Lord, order me to be righteous. Herr, ordne mich an, rechtschaffen zu sein. Order my steps. Ordne mir meine Schritte an. Tonight, heute Abend, in the mighty name of Jesus, im mächtigen Namen von Jesus, I am born again. Bin ich wiedergeboren. Wenn du dieses Gebet gesagt hast, musst du im kompletten Eintauchen des Körpers getauft werden. And now seek God. Und jetzt Gott suchen. Seek righteousness. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. Suche Gerechtigkeit. Er wird dich mit dem Heiligen Geist und dem Feuer taufen. The Messiah is coming. May the Lord bless you. Der Messias kommt. Möge der Herr euch segnen. Thank you, Todah Rabba. Vielen Dank, Todah Rabba. The Messiah is coming. Blessed people. Der Messias kommt. Gesegnete Leute. Thank you. Dankeschön. Todah Shalom.